Stadt. Ich will einen Haul machen und ich habe jetzt gerade ein paar Sachen in die Hand nehmen vergessen, weil er mal wieder urschlau. Moment kurz. Als allererstes zeige ich euch den hier. Das ist der Adventkalender von diesen Ampullen, die ich euch gezeigt habe in meinem Aufgebraucht-Video. So sieht der Adventkalender aus. Es sind halt extrem viele Türchen schon offen, weil ich ihn, ja, ich habe ihn euch vergessen zu zeigen. Schande. Ja, und ihr wisst, ich habe es im Aufgebraucht auch erklärt. Ich wollte keine Videos drehen, aber den habe ich mir gekauft. Der war nämlich reduziert. Hier könnt ihr das sehen. Der hätte nämlich davor 28 Euro hätte er gekostet, dann war er auf 19,50 reduziert und dann am Schluss dann um 13,50. Ja, finde ich voll cool und deswegen habe ich ihn mir mitgenommen. Obwohl ich gar keinen gesucht habe, sondern eine neue Freundin von mir hat einen Adventkalender, einen reduzierten gesucht. Sie hat keinen gefunden, dafür ich, was gar nicht geplant war, aber ja. Ja, dann habe ich mir noch zwei Raumdüfte gekauft, weil es war minus 15% bei uns bei Müller. Ich glaube, was war denn da? Irgendwas speziell? Ich weiß nicht mehr, ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich habe mich voll vergriffen. Ich wollte eigentlich zweimal dasselbe haben. Keine Ahnung, warum ich da nur... Oder habe ich absichtlich immer nur eins genommen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich da mir nur das Granatapfel gekauft. Das sind diese Paioma Raumduftteile hier. Ihr kennt sie ja eh schon von meinen anderen Videos noch. Und das habe ich mir jetzt auch mitgenommen. Mal gucken, wie das ist. Ach, ich habe so Angst, dass das kaputt wird. So, dann... gab es auch einen Gutschein beim Müller wegen Make-up Factory und da habe ich mir ein paar Sachen genommen, weil ich die unbedingt haben wollte. Ich wollte ja wieder mehr Wimpern aufgeben und die Rechnung habe ich gesucht. Na, Gott sei Dank. Dieses Mal Wimpern von Make-up Factory. Wir haben nämlich so einen Gutschein bekommen und da habe ich mir ein paar Sachen ausgesucht. Also einmal die Wimpern, den Wimpernkleber, weil der von Miss Lean, den finde ich schrecklich. Den habe ich ja jetzt schon öfter benutzt und ich finde ihn einfach nur grottenschlecht. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe meinen Rouge kaputt gemacht. Ich habe nämlich einen Dazzler bekommen und na. ja, dann habe ich hier das Fixierspray von Make-up Factory. Sparky. Oh, hat schon wieder ein Wartefeld nieder. Komm her da, Sparky. Seht ihr den kleinen Scheißer? Ja, dann ist mir wurscht. So, geht mir schon wieder am Zeiger, weil ich ihn nicht beachte. So, ich muss Videos drehen. Hör auf das Wattebett zum Essen. Spuck das Wattebett aus. Spuck's aus. Spuck's aus. Spuck's aus. Nicht mir die Hälfte nur geben. Spuck den Scheiß aus. Sparky. Gott, dieser Hund. Spuck's aus. Gib das her. Lass aus. Gib das her. Gib mir das Wattebett, Schatzi. Gib her. Gib mir das Wattebett. Gib mir das Wattebett, Schatzi. Gib mir das Wattebett. Das ist Pfui. Gib mir das, komm. Kriegst einen Zucki. Kriegst einen Zucki, wenn du es ausspuckst. Ja, braver Hund. Ja, muss ich ein Set geben. Ja, der Hund weiß schon, wie er mich rumkriegt, glaube ich. Ja, ich habe mir noch ein Fixierspray von Make-up Factory ausgesucht, weil den hatte ich schon mal und ich habe den so geliebt. Und deswegen habe ich mir den wieder nachgekauft. Weil ich benutze den dann ja, wenn ich, wenn ich arbeiten bin, habe ich ja dabei den von Love. Und so, ich habe ihn heute noch nicht oben, aber ich werde ihn mir dann drauf sprühen, benutze ich ja den von MAC und der ist mir für die Arbeit zu schade, deswegen. Ja. Deswegen benutze ich ihn so. So. Dann habe ich mir zwei Masken noch gekauft, die ich noch nicht benutzt habe. Vanilla Chai und Kürbis von Balea. Das sind die zwei, also die neue. Und ich habe sie mir zweimal genommen. Dann habe ich von... Da ist ja noch eine Rechnung. Alter. Dann habe ich von Sauber, das gab es nämlich schon mal und ich war in das so verliebt. Das ist das Kakao- und Karamell-Shampoo gewesen. Das, was limitiert war. Oh, ich habe es so geliebt für meine Pinsel. Oh mein Gott. Ich hätte mir noch ein zweites mitnehmen sollen, aber man lernt es halt nie. Ja, ich habe mir so ein Popsocket gekauft, wo das Avengers-Zeichen um ist. Von Marvel. Ich muss das auch unbedingt austauschen, weil ich vergesse jedes Mal.
Dann habe ich mir noch von dieser Ho 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 LE von Essence, ich weiß, böse, ich sollte mir eigentlich keine Lidschatten mehr kaufen, wenn man Lidschatten-Sammlungsvideo gesehen hat, aber ich musste die haben. Das sind die. Und wenn ihr wollt, schminke ich damit mal einen Look, weil ich habe so Bock, diesen Lidschatten da zu verwenden. Oh. Dann habe ich nochmal gesündigt. Wir haben da so viele geschrieben, deswegen wirklich viele geschrieben. Es gab ja diese Catrice LE mit Mickey Mouse, weil die ja 90 Jahre Mickey Mouse war. Ja, und da gab es einen Kabuki, der ist so cool, der ist eckig. Der ist so schön und hat einen Mickey Mouse Kopf oben. Ja, musste natürlich mit, war ja klar, oder? Wenn nicht, dann weiß ich nicht, was passiert. Also der musste unbedingt mit, unbedingt. Dann, obwohl ich zigtausend Sachen habe, mussten einfach die beiden Paletten mit. Ich weiß, wer mich kennt und wer meine Videos kennt. Ich weiß, aber die mussten mit. Schaut euch das an. Wenn ich die nicht mitgenommen hätte, dann, ja, weiß ich auch nicht. Aber ich musste die einfach haben. Ich habe mir eh schon länger, glaube ich, keine Schminke gekauft, oder? Na, ich glaube schon länger jetzt nicht mehr. Und ich habe auch viel aussortiert, also ich muss das nur endlich mal loswerden, das aussortiert. Ich habe das nämlich noch immer da hinten in der Ecke stehen. Weil ich es mir nochmal durchschauen will, weil ich bei der einen Art Deco-Palette bin ich mir nicht sicher, ob ich sie wirklich jetzt weggebe. Aber ja, also machen wir mal die Mickey Mouse auf. Das ist die Minnie und Mickey. Oh, wie cool. Ein kleines Kind, ich weiß. Oh, guckt euch das an. Ich werde kurz die Folie weggeben, damit ihr das besser sehen könnt. Geh so auf. Das ist eine Contour- und Highlight-Palette. Oh, Doppelspiegel. Oh, so. So sieht die aus und bei einer habt ihr auch einen Mickey Mouse Kopf drauf und ich finde das so schön. Das ist so schön. So, so schön. Ich freue mich so drüber. Ich habe nur Angst, die zu benutzen. Sag ich euch ganz ehrlich, was seht ihr? Ah, jetzt habe ich einen Cut mit meinem Nagel bei einer Minnie Maus reingemacht. Oh, verfluchte Nägel. Ja. Ich bin jetzt ziemlich angepisst. So eine Scheiße. Oh. Oh. Das hast. Ja, also das Design ist zwar schön, aber es hätte mehr Schutz braucht, meiner Meinung nach. Dann habe ich halt noch die Palette und das ist die Konturpalette. Nein, Blödsinn. Die andere war die Kontur. Oh, ich bin so behindert. Das ist die Lidschattenpalette. Sieht so aus. Und die Lidschattenfarben sehen so aus. Richtig, richtig schön. Also ich freue mich schon, wenn ich die verwenden kann. Und diese Folien werde ich auf jeden Fall drin lassen. Wenn ihr auch da einen Look haben wollt, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Aber ich finde das jetzt voll beschissen, dass ich mir da einen Cut reingehaut habe mit meinem Nagel bei der Minnie Maus. Man sieht es auch extrem. Oh. Ja, war ja klar, oder? Wen hätte es gewundert? Ja, ich war ja mit einer neuen Freundin unterwegs und wir haben sich beide den Real Technique Sponge in grün gekauft, weil der Limited Edition ist. Wir haben ihn gesehen und haben beide dasselbe. Ich dachte, das war wohl lustig. Er ist in so einer Weihnachtskugel drin, das fand ich ja überhaupt so geil. Und er ist grün. Ich mag grün. Also, ja. Was haben die, Tanja und ich, gesagt? Er ist limitiert und wir mussten ihn mitnehmen. ja, dann habt ihr ja den Kalender gesehen, das ist jetzt der Marion O'Hall nämlich schon. Und da habe ich eine Probe bekommen, sogar von dem Duft, über den die Tanja und ich geredet haben. Wie peinlich ist das? Ich glaube, das hat die sogar gehört. So sieht er aus. Den mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe auch den in groß, also sagt das alles, glaube ich. Und die Tanja hat mich drauf gebracht, mal bei der Herrenabteilung bei den Socken zu gucken, weil sie das auch immer macht. Und sie guckt auch bei dem Gewand generell. Und da habe ich diese geilen Socken gesehen. Bam. Ich habe auch noch welche an. Man ist so nicht geschmackig, wenn ich euch das zeige. Das ist mit Speck und Spiegelei. Voll geil. Also ich war wirklich, wirklich, wirklich happy über die Socken. Es war im Donutzentrum, ja. Und die habe ich mir genommen und die. Und ich habe die auch meinem Bruder für Weihnachten gekauft. Und ich will ihn jetzt die mit dem Spiegelei und Speck auch kaufen, weil er die halt bei mir gesehen hat und gesagt hat, er will sie auch haben. Weil er weiß nichts von denen. Von den Socken. Aber ich fand die so cool mit dem Mario und ich wollte die auch unbedingt haben. Also ja. Dann habe ich mir Masken gekauft. Das war beim Bieber. Die Verpackung ist schon urgrausig. Ich musste jeder rausnehmen. Ja, was soll ich sagen? Ich wollte unbedingt diese Masken haben. Oh.
Ich habe die, glaube ich, nur einmal auspackt und dann noch nicht ganz, weil ich die Verpackung nicht kaputt machen wollte. So schaut das nämlich aus. Und so sehen die Masken aus. Und wir gucken sich jetzt die mal alle genauer an. Oh, die picken sogar da drin. Das hätte es eine Weile gebraucht, bis ich die rausgekriegt habe aus dieser Verpackung. Es sind 6 Stück von den Masken, die da in dem Set drin waren. Und ich musste die haben, wegen dieser Duftrichtung, die die haben. Das ist ja... Achso, das sind sogar Tuchmasken. Wahnsinn, habe ich gar nicht gewusst. Ich glaube, das sind alles Crememasken. Das ist eine Crememaske, steht da. Cream Sheet Mask. Also es ist eine Tuchmaske, glaube ich, und laut der Crememaske. Urgeil. Das ist eine Tuch-Sheet-Maske. Also für mich ist das eine Tuchmaske. Oh ja. Die anderen sind Creme. Ja, cool. Also es gibt eine Tuchmaske mit Apple Pie. Wie geil ist das? Also das ist die Tuchmaske mit Apfelkuchen. Also wenn ich die, ich muss unbedingt welche probieren, 2 mindestens. Und wenn ich sie gut finde, werde ich mir davon ein Backup kaufen von dem Set. Das war nicht günstig, es hat glaube ich 12,99 gekostet. Ich habe es auch glaube ich einmal auf Instagram postet. Aber ich muss das unbedingt probieren, ob die gut sind. Weil dann werde ich mir die nachkaufen. Dann habe ich eine Crememaske mit Eggnog. Das ist doch eigentlich so eine Art Eierlikör, oder? Dann Cranberry Cream Mask. Sieht so aus. Das ist so eine bestimmte Marke. Meine Freundin hat mir mal vor kurzem davon erzählt, die Vivi. Aber ich weiß nicht, wie die Marke heißt. Egal. Dann gibt es noch Hot Cocoa Cream Mask. Boah, und die Verpackung. Seht ihr das? Bist du deppert. Die Verpackung. Dann Candy Cane Cream Mask. Und am Schluss die Pumpkin Spice Latte. Und diese, oh geil. Es gibt ja beim... Na, gab es mal, glaube ich, beim Starbucks. Gibt es ja nicht mehr. Jetzt gibt es ja... Oder gibt es die noch? Ich weiß es nicht. Ich trinke immer den Toffee-Nut, also ich habe keine Ahnung. Aber es erinnert mich halt an Starbucks und dieses Ding da unten. Mega geil. Und ich freue mich so auf die. Bin schon so gespannt. Ich hoffe nur, dass die halt noch gibt. Ich habe bis jetzt die nur in dem Pieper gesehen von Donauzentrum. Und deswegen weiß ich ja nicht, ob es die noch gibt überall. Ich hoffe es, weil ich will davon unbedingt noch ein Backup haben, wegen die Sorten schon allein. Wäre auch ein cooles Weihnachtsgeschenk irgendwie, oder? Extrem cool, das war das Geschenk. Also ich finde die Sorten so cool. Ich meine, ich kenne nicht so viele. Oh, eine, zwei vielleicht. Ich weiß nicht, ob die eine gern Crememasken verwendet, aber... Ja, aber es wäre ein cooles Geschenk, finde ich. Ja, das war der Haul. Ich weiß, der war sehr, sehr klein. Aber die Masken, die mussten sein. Es war eigentlich eh okay. Ich habe ein paar Masken wieder dazu gekauft. Lidschattenpaletten, die ich nicht kaufen hätte müssen. Und eine sogar gleich ruiniert habe, eine Mickey Mouse Palette. Ja, es war aber okay, es war jetzt nicht so schlimm. Ich muss halt das bei, es war eh Dezember, glaube ich. Die meisten Sachen waren, glaube ich, eh Dezember. Die Rechnung brauche ich gar nicht. Ja, also, ja, ihr könnt es mir gerne mal schreiben, wie ihr den Haul findet. Ich bin zufrieden, ich fand es jetzt gar nicht so schlimm. Ja, ihr könnt es mir gerne mal schreiben, wie ihr das findet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!